Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag mit einem hervorragenden Modell aus der Winterserie von Creator Expert 10216 von 2010. Die Bäckerei. Ja, wunderbar. 650 Teile, ein schönes Set und ein begehrtes Set. Es hat nämlich ein paar tolle Teile, die zeige ich euch mal. Heute mal kein Technik zum Vorführen, kommt aber wieder ganz sicher. Kleines Weihnachtsset, passt doch gerade sehr gut in die Saison. Kalt ist es draußen, da braucht man eine Bäckerei. Anleitung. Ich habe das Ding auch gerade hier bei mir so zum Verkauf. Anleitung. Wir gehen mal kurz so durch. 7 Figuren sind dabei. Habe ich wieder auf meine schönen Azure-Plates gesetzt. Die sind nicht beim Set dabei. Guck mal durch, da unten ist hier so Schlittschuh-Idee, unten mit quasi Eis dran und dann diese Schlittschuhe. Bei den Mädels sollten sie eigentlich hellgrau sein, die sind aus irgendeinem Grund schwarz. Ich muss sie vielleicht noch tauschen, vielleicht sind sie schwarz, muss mal gucken, wen stört's. Also die 4 Figuren, 2 kleine, 2 große, super blonde Haare, die waren damals special, mittlerweile kommen die ein bisschen häufiger vor. Und ein Mädel mit schöner Frisur und Kleid, noch ein Kerlchen und natürlich der Bäcker. Mit einem kleinen Plättchen Torten. Und hier ist noch so ein kleines Geschenk dabei. Das hat sie in der Hand mit Aufkleber. Nichts Besonderes. So, dann kommen wir mal dazu. Hier ist ein kleiner Schlitten. Ein Pferdegespann. Da kann der Kutscher hoch auf den Bock und fährt damit rum. Klassisches Pferd, wie sich das gehört. Schöne Reifen. Normal hier diese Klappen und so. Ihr kennt das. Einfach ein nettes Ding mit Peitsche natürlich auch noch dabei. Und ein bisschen Werkzeug. Aber hier ist nichts wahnsinnig Besonderes dran. Hier hinten kann man allerdings... Ihr seht hier noch gerade noch, es sind von diesen Bäumchen hier ein paar dabei und die sind ja klasse. Habe ich auch unten in meinem Einzelteile-Shop verlinkt, Bricklink. Guckt mal rein, Ersatzteile und Figuren. Überrascht mich bitte nicht mit euren Besuchen wegen der Ersatzteile, sondern bestellt sie vorher online, sonst könnt ihr sie nicht mitnehmen. Ich habe die nicht im Laden verfügbar. Aber so ein Bäumchen gibt es da zum Beispiel auch. Und hier ist auch noch so ein Bäumchen, der ist hier drauf, seht ihr gleich bilden. Das ist auch das Bäumchen noch in klein, der ist auch putzig. Ja, genau, und der hat halt hier so ein paar Bäumchen da so drauf. Also zumindest ein Baum und den anderen kann man hier nochmal in die Gegend dekorativ stellen. Einer steht noch hier. Super Bäume. Also, Bäumchen. Dann haben wir hier so einen kleinen Glühweinstand zur allgemeinen Versorgung. Auch ein schickes kleines Ding, aber jetzt auch nicht so special. Special sind die beiden Sachen. Bäumchen, ne? Bäumchen. Guckt mal hier. Das ist so der Eislaufplatz. Einer ist da kopfüber in den Schnee geplumpst. Das sind aber nur die Beine, da gehört kein Körper dazu. Das ist nicht die 8. Figur. Und jetzt schaut mal, seht ihr, dass das durchsichtige Platten hier sind? Das sind 2 8x8 durchsichtige Mediumblau. Das ist selten. Und zwar richtig selten. Das wird irgendwie verrechnet mit dem mit der Seele und Teufel und Pakt und so die Geschichte, dass man an so ein Ding noch rankommt. Das ist dramatisch. Die werden neu gehandelt, also wirklich Gold mit Gold aufgewogen. Davon sind 2 8x8 durchsichtig Mediumblau dabei bei dem Set. Und dann ist das doch nett mit diesen Lampions, mit dieser 21er Kette, habe ich auch in meinem Shop. Und hier diese beiden Pfosten und oben eine weiße Eule. Zum Orderknaller. Kommt auch nicht so oft vor. Also, kleine Parkbank dabei, kleines Bäumchen ist nett. 8x8 Platten, 2 Stück Mediumblau, transparent. Geht ab. Und, ich lege mal die Anleitung weg, sonst räume ich die irgendwann früher oder später hier noch ab. Anleitung ist natürlich dabei, gell, bei dem Set. Ja, habe ich gezeigt. Die hat oben so sieben Jahre alt. Ja, ist ein bisschen. Aber eine schöne Anleitung. Alle Seiten dabei, nicht gelocht, ist doch fein. Und jetzt kommt hier dieses Prunkstück. 650 Teile sind nicht wahnsinnig viel. Das ist zugegeben, ist ein relativ kleines Set. Aber es ist special und vor allem kommt es halt aus dieser Sammlerserie. Das ist so der Hauptpunkt. Und hier gehen wir durch. Mit einer netten Laterne, mit diesem schönen aufgesetzten Dach. Mit viel Schnee natürlich drauf, wie sich das gehört. Und so ein bisschen Deko. Und ich drehe es auch nochmal rum. Ich gehe da nochmal natürlich, ihr kennt es ja, auf die kleinen Sachen ein. Aber so, dass die Rückseite komplett offen. Also am besten 2 kaufen, dann kann man so einen bauen. Naja, baut man sich einfach hinten eine schöne Wand dran, ist ja kein Problem. So, und damit ihr mal wieder wisst, wofür ihr Erstgeborene eintauschen könnt. Weg ist es. Dieser Medium Dark Flash Bogen 1x8 und dieser 1x6er Bogen. Super special. Also dieser 1x8, da wenn mich alles täuscht, gab es nur in diesem Set. Ausschließlich nur in diesem Set. Also da könnt ihr euch vorstellen, was da der Sammlermarkt durchdreht. Also, das ist es. Solange das Ding jetzt nicht bei den Elfen in irgendeinem kleinen 10-Euro-Set 8x vorkommt, bis dahin ist das Ding super selten. Und das treibt auch den Preis von diesem Set ins Unermessliche. Und unten steht das Ding, weil Lego auch da günstig war, auf 3 6x10 Platten in Weiß. Auch vollkommen wahllos, die Dinger. Naja, wir haben auf jeden Fall schöne Sachen.
wir gehen jetzt mal auf die Details ein, weil die Einzelteilpreise interessieren die meisten, die Videos angucken nicht unbedingt, aber ist ja egal, ich erwähne es nur, weil es halt dazugehört. Seht man unten diese schönen Fliesen, die sind auch toll, oder? Ich mag das, wenn es da vorne so leicht gefliest ist. Ist ja auch bei den Modular Buildings häufig so, es gefällt mir. Und auch, ich habe es eben nicht erwähnt, im Innenraum ist es auch unten gefliest. Dazu seht ihr, hier oben hängt ein Leuchtstein. Das ist die wackeligste Konstruktion seit Menschengedenken, aber es macht nichts, sie funktioniert. Ich zeige euch das gleich von vorne. Ich mag den Ofen, ich hätte den Leuchtstein auch lieber im Ofen gehabt eigentlich. Hätte mir besser gefallen, weil es Bäckerei, da muss ja schließlich der Ofen leuchten. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich das hinkriege, ohne dass das abfällt, weil es echt wackelig. Aber guck mal, da drückt man drauf und dann wird die Auslage angeleuchtet. Ist es nicht nett? Ich muss auch festdrücken, damit es nicht flackert. Da ist ein Croissant und ein paar Törtchen und so. Sieht doch nett aus, so ein kleines... Steht dann so im Dunkeln, vielleicht noch irgendwas drüber, unterm Baum, Deko, macht man an und dann drückt man den halt dauerhaft und dann leuchtet es da unten und so. So nett. Und man kann natürlich diese Tür aufmachen und dann kann man auch nochmal reingucken. Ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt da mit dem Licht hier seht. Ich muss mal gucken, ob ich das richtig hinkriege. Auf jeden Fall, hinten ist nochmal eine kleine Theke. Zeige ich euch von der Rückseite, habt ihr es ja gesehen, aber so, wenn vorne offen ist, könnt ihr da vielleicht mehr sehen, fällt vielleicht mehr Licht rein. Da ist noch so eine kleine Theke. Da ist auch unten in dieses Durchsichtige, sind hier unten diese beiden auch Törtchen da reingelegt. Also das ist es halt 7 Jahre alt. Lego hätte vielleicht mittlerweile das besser abgesichert. Weil wenn man das irgendwie schräg hält, fallen die einfach raus. Ja, so ein bisschen mittel. Aber egal. Das kann ich euch jetzt mal, jetzt hier alles schräge raus, kann ich euch mal zeigen. Innen der Boden ist auch komplett gefliest. Und ein bisschen special. Dieser Leuchtstein hier oben sitzt tatsächlich, der ist einfach nur also an so einem Hinge dran. Und dann sind hier zwei kleine Dachsteine, diese Mini-Dinger, diese 2/3 hohen. Damit man diesen Winkel dann genau hat, wenn man das hier drauf setzt, dass das dann irgendwie einen Gegendruck hat. Und dann drückt man von hier oben auf dieses Ding drauf. Ja. Suboptimal, würde ich immer sagen, von der Ergonomie her. Aber es funktioniert und vor allem der für mich große Spaß ist, man hat da seinen dunklen kleinen Laden, dann drückt man drauf und dann wird es erleuchtet. Und es wirkt natürlich noch ein bisschen besser, wenn man halt hier nicht irgendwie 5000 Watt Strahler hängen hat. Ja, und die das eh hier ziemlich aufpusten. Wenn es so im Halbdunkel steht und man drückt da drauf, ist das ein wirklich sehr netter Effekt. Ja, und damals, ich meine, der Gag ist natürlich ein bisschen raus, jetzt 2017, aber 2010, dadurch, dass hier viel Dunkelrot auch verbaut worden ist, war das und mediumblaue Fliesen und tannfarbene Fliesen, war das ein ziemliches Special. Ich habe auch noch den Weihnachtsladen 10249, davon habe ich auch noch welche da, falls man jetzt so eine Winterlandschaft aufbauen möchte, zusammen mit dem Zug, den ich vorgestellt habe. Und es ist ja momentan der Bahnhof nur bei Lego exklusiv verfügbar, nächstes Jahr habe ich den Bahnhof dann auch, so ist es halt jedes Jahr leider. Dann können wir ein bisschen gucken und da kann man sich eine schöne Landschaft bauen. Jetzt muss ich mal gucken, nachdem ich das hier abgerupft habe. Ah, hier die Laterne, die eben leiden musste unter meiner Tollpatschigkeit. Die kann ich euch auch nochmal separat zeigen. Mit einem Aufkleber dran. Für die Bäckerei. Ist so nett. Ein nettes kleines Ding. Ich finde das gut. Gefällt mir gut. Es ist ein, wie gesagt, kleines Set. Ich hätte ja gerne, dass diese gesamte Welt wieder ein bisschen aufgepimpt wird. So wie es ja mal diesen Jahrmarkt da gab, dieses Karussell. Das fand ich super. Es war halt ein bisschen größeres Set, lag bei 90 Euro. Und jetzt sind ja eigentlich diese Wintersets eher so Richtung 70 Euro und dann Vorrabatten, bis auf den Zug jetzt natürlich. Aber da, ja, deswegen fallen die dann halt auch klein aus. Die alten waren ja auch so klein. Ich mag das eigentlich, wenn es so schon 1100, 1200 Teile hatte. Ja, macht mir mehr Freude, aber so geht es wahrscheinlich jedem. Naja, 8x8, transparent, mediumblau. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Zwei Platten drin, abgefahren. 6x10 in weiß und die medium fleischfarbenen Bögen. Mhm. Das ist special. Ja, Lichtsteine habe ich auch einzeln. Falls ihr mal welche braucht, kommt gerne vorbei. Ansonsten guckt unten in meinen Bricklink-Shop. Da findet ihr ganz tolle Sachen. Genau. Ja, ich freue mich. Ich baue jetzt noch ein bisschen meine Winterlandschaft auf. Und dann lasse ich mal den Boost hier ein bisschen durchlaufen, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, was ich von dem halte. Den muss ich auch mal testen. Mache ich auch ein Video, wenn ich dann irgendwie eine Meinung genau gefunden habe. Großartig. Kommt gerne vorbei, besucht mich. Ich freue mich auf euch. Bis bald.